Die Gänsemagd. Es lebte einmal eine alte Königin. Ihr Gemahl war schon vor vielen Jahren gestorben und sie hatte eine schöne Tochter. Als diese herangewachsen war, rief die Königin sie eines Tages zu sich. Geliebtes Kind, du bist einem schönen jungen Königssohn in einem weit entfernten Land zur Frau versprochen. In wenigen Tagen soll die Hochzeit sein. Es ist schon alles für deine Abreise vorbereitet. Ach Mutter, viel lieber bliebe ich hier, bei euch. Sei ohne Furcht, mein Kind. Da ich selbst dich nicht begleiten kann, will ich dir etwas von mir mit auf den Weg geben. Bring vom Tisch dort jedes kleine Messer. Hier ist es, Mutter. Danke. Nun gib wohl Acht. So. Mutter, ihr habt euch in den Finger geschnitten. Ganz recht. Und dieses weiße Läppchen halte ich nun an den Finger. 3 Blutstropfen fallen darauf. Nun nimm das Tüchlein an dich, geliebte Tochter. Steck es vorn in deinen Busen und verlieh es nicht. Die 3 Blutstropfen werden dich vor allem Unheil bewahren. Leb wohl, mein Kind. Noch am gleichen Tag verließ die Prinzessin, reich beladen mit einem kostbaren Brautschatz, in Begleitung einer Kammerjungfer, die heimatliche Burg. Das Pferd, auf dem sie ritt, aber hieß Falada und konnte sprechen. Als die 2 jungen Mädchen nun eine Stunde geritten waren, empfand die Königstochter starken Durst. Und sie sprach zu ihrer Kammerjungfer: Ich bitte dich, steig ab und schöpfe mir mit meinem goldenen Becher Wasser aus dem Bach dort. Ich möchte ein wenig trinken. So, so, das hohe Fräulein hat Durst. Hört, ich habe schon längst keine Lust mehr, eure Magd zu sein. Steigt doch selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Wie? Nun denn, so bleibt mir wohl nichts anderes übrig, will ich meinen Durst stillen. Sie stieg vom Pferd, neigte sich über das Wasser im Bach und trank. Dabei seufzte sie: Kann das geschehen? Kniest hier am Bach und schöpfst mit der Hand Wasser zum Trank dir. Bin ich nicht Königstochter? Sollt nicht aus goldenem Becher ich trinken? Ach Gott, das fasse wer will. Da antworteten die 3 Blutstropfen: Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe täte dir zerspringen. Die demütige Königstochter sagte nichts weiter und stieg zu Pferd. Bald schon hatte sie die Bosheit ihrer Begleiterin vergessen. So ritten die beiden eine lange Strecke wegs weiter fort. Nach einigen Stunden nun zügelte die Prinzessin ihr Pferd und hielt von Neuem an. Sie sprach zur Kammerjungfer: Ach, ist der Tag warm. Wie stechend scheint die Sonne. Mir ist durstig. Siehst du den Bach dort? Welch glücklicher Zufall. Rasch, ich bitte dich, steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken. Nun? Was? Schon wieder? Euer Durst ist krankhaft. Schaut mich an, ich brauchte bisher noch keinen Tropfen. Nein, nein, für die Erfüllung eurer Launen bin ich mir zu schade. Müsst ihr um jeden Preis trinken, so steigt doch selbst ab. Dort ist der Bach. Beeilt euch, mein Fräulein, dass er nicht fortfließt. Wieder blieb der Prinzessin nichts anderes übrig. Sie musste sich selbst zum Bach begeben, um ihren Durst zu stillen. Während sie über das Wasser gebeugt war, liefen Tränen über ihr schönes Gesicht. Wäre ich daheim geblieben, nimmer wär's schwer mir ums Herz. Doch fern sind die mich lieben. Ach Gott, das fasse wer will. Wieder antworteten die Blutstropfen: Wenn das deine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät dir zerspringen. Wie das Mädchen nun so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die 3 Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne dass sie es in ihrem großen Kummer bemerkte. Die Kammerjungfer aber hatte zugesehen, und ihr war es nicht entgangen. Voll boshafter Freude dachte sie: So ein Glück! Hat die Hochnäsige ganz endlich das verflixte Tuch verloren? Weiß ich doch, dass die 3 Blutstropfen Schutz für sie waren. Aber das ist jetzt vorbei. Nun ist die Königstochter schwach und machtlos und ich habe Gewalt über sie. Hey, hohes Fräulein!
Hey, hörst du schlecht? Willst du den Bach wohl aussaufen, was? Sag, was ist dir? Was mir ist? Mir ist endlich wohl in meiner Haut. Aber dir in deiner bald nicht mehr. Nun werde ich Königin. Komm her. So. Nun wird das Fräulein Prinzessin ihre stolzen Kleider ablegen. Ich will sie tragen. Du kannst dann die meinen anziehen. Na, wird's bald. So muss ich's denn tun? Na also. Ach, und auf Falada, auf den gehöre jetzt ich, verstanden? Du wirst auf meinem Gaul weiterreiten. Und lass dir ja nicht einfallen, an unserem Ziel, dem Königshofe, einem Menschen nur ein Sterbenswörtchen zu sagen, was geschehen ist. Schwöre es mir auf der Stelle, oder ich schlag dich tot. Die unglückliche Königstochter musste sich fügen. Falada aber sah das alles an und behielt's wohl in seinem Gedächtnis. Der Plan des bösen Mädchens glückte. Und als sie am Königshof anlangten, war große Freude über ihre Ankunft. Der Prinz hob die Kammerjungfer vom Pferd und dachte, sie wäre seine Braut. Nun fürchtete die Betrügerin aber, dass Falada sprechen würde und alles erzählen könnte, was sie der Prinzessin angetan habe. Darum sagte sie zu dem jungen Königssohn und zu seinem Vater: »Ich habe eine Bitte. Das Pferd, auf dem ich hergeritten bin, hat mich unterwegs geärgert. Lass den Schinder rufen und ihm den Kopf abschlagen.« »Dein Wunsch ist mir unverständlich.« »Gleich wie es muss sein.« »Nun, wenn du es unbedingt wünschst, liebe Braut, was meinst du, mein Vater?« »Schon recht, wenn's sein muss. Sage, Schwiegertochter, was ist mit jenem anmutigen Mädchen, das euch herbegleitet hat? Der Kleidung nach scheint sie eure Kammerjungfer zu sein.« »Die? Oh nein, ich kenne sie kaum, die eitle Magd. Unterwegs habe ich sie mitgenommen zur Gesellschaft. Habt ihr nicht irgendeine niedrige Arbeit für sie?« »Tja, ich wüsste nichts, außer dass sie vielleicht dem kleinen Konrad helfen könnte.« »Ach ja, dem Konrädchen, dem Kürtchen, wie die meisten ihn rufen. Das ist unser Hütejunge für die Gänse. Ja, dem kann sie helfen.« So wurde die Königstochter zu einer Gänsemagd. Als es nun so weit war, dass der treue Falada sterben sollte, ging sie heimlich zum Schinder hin und bat ihn: »Erweist mir einen kleinen Dienst, guter Mann. Hier, nehmt dafür die paar Helle. Es ist alles, was ich besitze. Ihr müsst doch jenem Ross das Haupt abschlagen. Das Tier war mir von Herzen lieb. Damit ich wenigstens eine Erinnerung behalte, nagelt seinen Kopf unter das große, finstere Stadttor. Wollt ihr's tun?« »Nun gut, warum nicht?« »Ich danke euch.« Früh am Morgen, als sie und Kürtchen die Gänse unterm Tor hinaustrieben, sah sie den Pferdekopf dort hängen. Traurig sprach das Mädchen im Vorbeigehen: »O, du Falada, da du hangest.« Da antwortete der Kopf: »O, du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüsste, ihr Herz tät ihr zerspringen.« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und trieb mit Kürtchen die Gänse aufs Feld. Dort saß sie nieder, machte ihr schneckenförmig geflochtenes Haar auf und sagte zu dem Jungen: »Geh, Kürtchen, du siehst doch, ich will mir die Haare kämmen. Zieh mit den Gänsen einmal dort bis zum Wald hinüber.« »Das könnte dir gefallen. Ich will ja dein goldenes Haar anschauen können. Könntest du es nur selbst sehen, wie herrlich es im Sonnenschein glänzt. Hätte ich nur auch solches Haar. Doch meins ist schwarz und daran wird sich wohl nie was ändern. Wart, ich will dir ein paar Haare ausrupfen.« »Das wirst du nicht tun, Kürtchen. Was fällt dir ein?« »Lass mich doch. Nur zwei Haare oder drei. Für mich. Mehr werden's kaum.« »Nein, du Schelm. Und da du es nicht anders haben willst, rufe ich jetzt den Wind zu Hilfe. Weh, weh, Windchen! Nimm Kürtchen sein Hütchen und lass ihn sich mitjagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesetzt.« Da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte und der Junge weit hinterherlaufen musste, bis er es wieder hatte. Als er zurückkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und er konnte keine Haare kriegen. Da war Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr.
Und so hüteten sie die Gänse, bis es Abend war. Dann gingen sie nach Haus. Wie diesen Tag, so ging's auch die nächsten Tage. Wenn sie morgens durchs Tor kamen, sprach das Mädchen mit Faradas Haupt. Und auf der Wiese, wenn sie sich kämmen wollte, rief sie den Wind, der Kürtchen daran hinderte, ein paar ihrer Haare zu kriegen. Nach einer Woche war der Junge es leid. Er ging zum alten König und sagte ihm alles, und dass mit der Gänsemagd etwas nicht stimme. Der König wollte sich selbst davon überzeugen. Heimlich ging er am nächsten Tage den beiden nach und sah, dass Kürtchen wohl die Wahrheit gesagt hatte. Am Abend nun, als die Gänsemagd heimkam, rief er sie beiseite und sprach: »Ich habe alles mit angesehen, was du am Tage Wunderliches treibst. Vertraue mir, mein Kind. Was hat es damit auf sich?« »Mein gütiger König, ich darf's euch nicht sagen und auch keine Menschen mein Leid klagen. Unter freiem Himmel musste ich das schwören, sonst wär's mir ans Leben gegangen.« »Aber hier bist du doch sicher, mein Kind, und ich mein's gut mit dir. Nun sag mir schon dein Geheimnis. Ich will dir nach Kräften helfen.« »Nein, nein, ich darf's nicht. Musste schwören.« »Hast kein Vertrauen? Nun, wenn du mir nichts sagen willst, so klag dem Eisenofen da dein Leid.« Er ging fort. Da kroch sie in den alten Eisenofen, fing an zu jammern und zu weinen, schüttete ihr Herz aus und sprach: »Da sitze ich nun von aller Welt verlassen und bin doch eine Königstochter. Und eine falsche Kammerjungfer hat mich mit Gewalt dahin gebracht, dass ich meine königlichen Kleider habe ablegen müssen, und hat meinen Platz eingenommen. Und ich muss als Gänsemagd niedrige Dienste tun. Ach, wenn das meine Mutter wüsste, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen.« Der alte König aber stand draußen an der Ofenröhre, hatte sein Ohr daran gelegt und wohl gehört, was sie sprach. Gleich ging er wieder zurück und rief das Mädchen an. »Komm heraus aus dem Ofen, Königstochter. Mein gutes Kind, keine Stunde länger sollst du leiden. Als erstes sollst du sogleich wieder königlich gekleidet werden.« Dann rief der König seinen Sohn und offenbarte ihm alles. Der war von Herzen beglückt, als er die Prinzessin sah. »Ist's möglich? Eine falsche Braut hatte ich, die bloß ein Kammermädchen ist. Und die, welche als Gänsemagd galt, steht nun vor mir als wahre Braut.« »Ja, mein Prinz. Gefall ich dir in diesen Kleidern, die mir wohl besser anstehen?« »Gefallen? Ein Wunder scheint's mir, wie du so schön bist. Vater, ich kann's kaum erwarten, meine wahre Braut zu heiraten. Lass uns zuerst ein großes Mahl anstellen und alle Leute und guten Freunde einladen.« »Das wollen wir tun.« Als das Fest gefeiert wurde, saß der Bräutigam oben an der Tafel. Seine wahre Braut, die Königstochter, zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer, die nicht wusste, dass man ihren Betrug aufgedeckt hatte, war vor Übermut verblendet und erkannte die Prinzessin in ihrem glänzenden Schmuck gar nicht. Auch fühlte sie sich schon so sehr als rechtmäßige Königsgemahlin, dass es ihr kaum noch in den Sinn kam, welche Schandtat sie begangen hatte. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und froh gestimmt waren, gab der alte König der falschen Braut ein Rätsel auf. »Ich habe da in meinem Reich einen Fall zu entscheiden und weiß nicht wie. Vielleicht kannst du mir raten. Was für ein Urteil, glaubst du, hat eine verdient, die ihren Herrn betrügt?« »In deren Haut möchte ich nicht stecken.« »Wie war denn ihr Betrug?« »Nun, kurz gesagt, sie sollte ihre Herrschaft an einen fremden Ort zur Hochzeit begleiten. Unterwegs aber zwingt die Dienerin die wehrlose Herrin, mit ihr die Kleider zu tauschen und ums Leben nichts zu verraten. Am Reiseziel angelangt, gibt sie sich als Braut aus, lebt mit dem nichtsahnenden Bräutigam in Freuden und sorgt endlich noch dafür, dass die einstige Herrin niedrigste Dienste verrichten muss. Nun,
Wie soll ich da recht sprechen? Da fragt ihr noch, guter Vater? Eine solche ist doch nichts Besseres wert, als dass sie splitternackt ausgezogen und in ein Fass gesteckt wird, das inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen ist. Und zwei weiße Pferde müssen vorgespannt werden, die sie Straß auf Straß ab zu Tode schleifen. Was ist es plötzlich so still geworden? Warum starrt ihr mich alle an? Jetzt begreife ich. Das Rätsel, der Gerichtsfall, die Dienerin, bin ja... Ja, das bist du. Du hast dein eigenes Urteil gefunden. Und so soll es vollstreckt werden. Als das Urteil vollzogen war, vermählte sich der Prinz mit seiner rechten Gemahlin. Und beide beherrschten nach dem Tod des alten Königs ihr Reich in Glück und Frieden.